Ja, guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu Subnautica Hardcore im experimentellen Modus. Und ihr seht, ich habe noch 3% an Duas, beziehungsweise dann in dem Fall 97% Duas. Ist ein bisschen bescheiden. Und in der Zwischenzeit gab es wieder zwei neue Patches. Und ich muss mal gucken, was es da so Neues gibt. Ich habe am Ende der letzten Folge habe ich noch zwei, drei Sachen rausgefunden. Und zwar, ihr seht ja da diesen blauen Ball. Das ist diese Grass Sphere oder wie sich die auch immer nennt. Die sammle ich mal eben ein. Diese Grass Sphere, genau. Also diese Grass Sphere. Was? Achso. Diese Grass Sphere ist im Prinzip nichts anderes wie ein Fischernetz. Nur viel geiler. Ich probiere das mal eben aus. Dann zeige ich euch das. Mache ich mal auf 2. Und zwar, ich muss aber erstmal hier unten gucken. Was liegt da denn auf dem Boden? Ja, ich werde gleich krepieren. Oder liegt Gold? Nee, doch nicht. Flintstein. Ob das gut ist, weiß ich gar nicht. Aber das Spiel ist auch ein bisschen laut. Ich muss ein bisschen leise machen. Ich werde gleich sterben. Ich werde gleich sterben, da werde ich nicht viel dran machen können, weil ich habe leider nicht genug Möglichkeit, hier irgendwo Getränke herzustellen oder Wasser zu filtern. Da muss ich mir nochmal gucken, wie ich das mache. Das packen wir mal da rein. Grass hier, die packen wir auch damit rein. Und dann haben wir noch diesen Current Generator. Also wie gesagt, dieser Ball ist dafür da, da könnt ihr Fische mitfangen, das zeige ich euch gleich. Und dann haben wir hier noch einen Current Generator. Das ist quasi wie eine, wie so eine große Box, mit der man Druckwellen quasi abschießen kann, um zum Beispiel auch größere Feinde von sich wegzudrücken. Das kann ich vielleicht auch mal zeigen. Dann haben wir noch die Small Storage. Die wollte ich eigentlich auch nochmal loswerden. Die könnte ich mir mal auf 2 legen. Ich will hoffen, dass ich die jetzt nicht verliere, wenn ich gleich krepiere. Dann warte ich nämlich noch so lang. Und was herstellen können wir wahrscheinlich sowieso nicht. Dann warten wir. Wir werden jetzt eh gleich ableveln. Obwohl ich bei, ich glaube bei Weltdriver, das auf dem Kanal habe ich gesehen, wie man das irgendwie das Wasser filtern kann. Ich muss mal sehen, ob das überhaupt funktioniert. Das schauen wir uns mal an, wenn wir gleich endlich tot sind. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht so oft heutzutage, beziehungsweise in meinen anderen Let's Plays gesagt, dass ich endlich sterben will. Also... Das ist doch etwas seltenheitswert. Und es ist schon wieder Nacht. Und das Ding da hinten, das hat auch einen Zweck. Und zwar könnt ihr damit wiederum kleinere Fahrzeuge bauen. Ich habe da ein Observatorium, hab ich da gebaut. Das ist wie so eine große, wie so ein großer Glaskegel. Da könnt ihr reingehen, wie hier in dieser Schleuse hier ist das. Also wieder oben. Na. Gut, da will ich jetzt, da will er nicht hoch. Climb. Ah, okay. Naja, und da könnt ihr halt genauso wie hier, könnt ihr rein. Das ist halt ein in sich geschlossener Glaskasten. Und ja, wie der Name schon sagt, Observatorium, da könnt ihr dann diverse Sachen reinpacken. Ich glaube, das ist dann insofern mal ganz, insofern gar nicht so schlecht. Und ich bin gestorben, fällt mir gerade auf. Das ist super. Dann kann ich nämlich mal mich ein bisschen auf den Weg machen. Und zwar, ich hatte die Grass Sphere, hatte ich glaube ich jetzt nicht dabei, ne? Ne, die hatte ich jetzt oben gelassen. Die hole ich nochmal eben. Dann zeige ich euch das nochmal. Und zwar, die Grass Sphere. Die packen wir uns auf 3. So, jetzt packen wir uns die auf 3. Und dann zeige ich euch das mal. Man sieht relativ wenig mit dieser Grass Sphere. Also das heißt, wir müssen uns erstmal so ein Schwarm Fische oder wo überhaupt ein paar Fische rumfliegen. Die können wir uns hier mal ziehen. So, das ist hier der Ball. Man sieht da natürlich kaum was. Und wenn ich jetzt hier... Da seht ihr schon. Zip. Dann schwebt das Ding da vor sich hin und zieht die Fische an. Oder zumindest diesen einen Fisch. Also, ich weiß es auch nicht.
Ich weiß auch nicht, ob die Grassphere hier jetzt irgendwann mal stehen bleibt. Oder ob die irgendwann nach oben kommt. Beim letzten Mal war es so, da war die halt unter Wasser. Und dann ist sie... Wo schwimmt das Ding jetzt eigentlich hin? Ist sie an die Wasseroberfläche gekommen? Okay. Ach, er hat schon einen zweiten Fischi. So, normalerweise ist es dann so, dass man diese Fische nur noch einsammeln braucht. Ich muss mal so ein bisschen gucken. Ich weiß auch nicht, wo die Grassphere jetzt hin will überhaupt. So, ein bisschen Salz nehmen wir auch mit, wenn das hier schon fliegt. Kann man das Vieh auch einsammeln? Also den kann man nicht mitnehmen. So, aber die kann ich mitnehmen. Zack. Na, schwimmen die weg, die Schweine. Ich dachte, die krepieren bzw. sind dann betäubt. Gut, der ist betäubt hier. So, der ist betäubt. Und ja, dann sind einfach weggeflyt. Na toll. Dann nehmen wir noch jeden Fischi mit. Oh, komm her jetzt. Ey, du sollst herkommen. Ja, so viel dazu. Was wir uns noch mal kurz angucken können, ist... Ja, ist halt gut. Ich weiß ja Bescheid. So. Wir müssen mal gucken. Da, ach, da war das Ding. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Grassphere jetzt gerade hin ist. Blödsinn, die habe ich eingesammelt, ich Depp. So, und dann mal ruf. Zap. Und da können wir ins... Können wir hier ins Crafting schnell? Craft Menu Eagles. Achso, okay. Seamoth, Observatory und ein Cyclops. Cyclops, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das so ein kleines Schiffchen ist, so ein kleines Transportschiff. Metallglas, Batterie, Kupfer, Gold, das könnte hinkommen. Also brauchen wir auf jeden Fall Gold. Das finden wir auch irgendwie nur so. Observatory, das hatte ich schon mal gebaut, dafür brauchen wir zweimal Metall, dreimal Glas. Und Seamoth, weiß ich nicht, was das ist. Seamoth Blueprint, Metall, Batterie, Glas, Kupfer. Müssen wir mal gucken, wofür das ist. Aber wir schauen erstmal rum. Ich werde... Oh, da ist noch so ein Riesenvieh. Na. Was? Wo ist er hin? Da. Na, schon. Na. Geht da schon wieder los, dass ich hier den Fischen hier hinterher jage. So, hab ich. Gut, dann würde ich es sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel Salz ich jetzt dabei habe, aber dann müssten wir schon mal so ein bisschen wieder was braten. Dann habe ich wieder was für unterwegs. Fabrikator. Machen wir uns mal ein fertig. Ja. Das sah jetzt gerade nicht so gut aus. Immer noch am Braten. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Willkommen in der Alpha. Gary Fish. So, na gut, dann packen wir ihn erstmal hier rein. Fischi. Salz haben wir noch einmal dabei. Salz haben wir sonst auch nichts mehr. Das ist auch nochmal interessant. Wenn das aber mal tauschen, bauen wir nämlich die... Ne, Blödsinn. Das und das. So. Und das packen wir auf die 3. Und dann schauen wir uns das ganze mal an. Ihr seht schon, das ist ein bisschen sperrig. Aber äußerst wirkungsvoll. Ich muss mal gucken, ob ich mir hier gleich mal so ein
etwas größeren Gegner sucht, dann kann man das am besten zeigen. Wo ist denn mal ein größerer Gegner? Das war erstmal Metall. Metall. Salz brauchen wir auch dringend. Salz. Salz. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake. Ja, nehmen wir auch nochmal Salz mit. Toll, und ich habe jetzt Hunger, aber das System lässt mich nicht, weil mein Fabrikator nicht alles richtig herstellt, so wie es soll. Da können wir das vielleicht mal ausprobieren. 3. So, gucken. Machen wir mal diesen hier und dann drücken wir El Bouton. Und man sieht nichts, weil. Mal gucken, vielleicht sieht man das jetzt ein bisschen. Nee, nicht wirklich. Und wir sind schon wieder am Abnimmeln. Ach Mann, och. Was kommt davon, wenn man nicht drauf achtet? So, jetzt ist nämlich... Achso, mein Generator ist noch wieder dabei. Sehr gut. Nicht, dass ich den auch noch verliere. Das wäre nämlich äußerst blöde. Na gut. Ich würde sagen, wir experimentieren erstmal nicht mehr rum, sondern sammeln erstmal ein bisschen was ein. Und was wir wohl uns auch nochmal herstellen sollten, das ist eine neue Sauerstoffflasche. Damit wir auch ein bisschen mal zu was kommen hier. So, und wo sind jetzt diese Algen? Diese Korallen. Diese Korallen, wo sind die? Und da ist noch einmal Metall, da hinten ist auch nochmal Metall. Ach, da hinten. Beziehungsweise hier vorne. Das sollen die sein. Oder auch nicht. Ach, guck mal, da kann ich so viel hacken, wie ich will. Mein Inventar ist voll. Dann gleiten wir nochmal da hinten hin. Wieder zurück zum Schiff. Ich würde auch mal sagen, dass wir das Storage dann auch mal hier lassen. Das nimmt auch wieder mal einen Platz weg. Das brauchen wir alles noch. Na. Komm schon, hallo. Mann, nur schwierige Geburt hier. So, 2. Das gehört normalerweise nicht hier hin, aber ich pack's hier trotzdem hin. So, wupp. Nein, ach Mensch. Das ist aber auch wieder neu. So, das kommt auf die 2. Inventar zu. Auf die 2. So. Open Storage, da packen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen Sand rein. Das packen wir uns auch rein, das packen wir uns rein. Metall, Metall, Metall passt nicht mehr rein. Dann packen wir Metall da hinten rein, sofern es denn gehen sollte. Nein, auch nicht, das ist natürlich schade. Stalker Tooth, dann haben wir noch Kohlenstoff. Kohlenstoff, Kohlenstoff. Naja, gut, okay, dann lassen wir das erstmal. Und dann suchen wir uns noch ein bisschen was von diesen Algen. Da sehe ich schon wieder so ein Röhrchen, ne? Die Algen soll man nachher brauchen. Machen wir uns erstmal voll hier. Zack. Coral Chunk, okay.
Was haben wir hier denn noch Schönes? So, da sind wir schon wieder. Mal zurück zum Schiff. Ich will mal ausprobieren, wofür diese Coral Chunks sind. Und das Ding funktioniert. Das Tolle ist, ich kann hier nichts machen. Und der Fabrikator ist natürlich kaputt, ist klar. Das Ding geht natürlich nicht kaputt, nee, ist klar. Das ist natürlich die Frage. Wir sind gekniffen, würde ich sagen. Wir sind sowas von gekniffen. Passiert hier auch irgendwas? Tja. Das ist alles natürlich sehr schade. Ich kann sein, dass ich nochmal von vorne anfangen muss. Aber ihr habt ja selber gesehen, das war ja anscheinend ein Bug, dass der Fisch die ganze Zeit am Braten war. Beziehungsweise die ganze Zeit in der Herstellung war. Da kann ich natürlich herzlich wenig zu machen. Was habe ich hier jetzt noch gerade gesammelt? Schmörgel. Das heißt, ich bin gekniffen. Ich bin gekniffen. Das heißt, nach dieser Folge, die in ein paar Minuten zu Ende ist, werde ich mir gleich mal angucken, ob ich vielleicht durch einen Reload des Spiels, durch einen Restart besser gesagt, ob ich da vielleicht gleich einen neuen Fabrikator bekomme, weil ohne bin ich aufgeschmissen. Allerdings bin ich auch ohne, beziehungsweise auch mit Fabrikator aufgeschmissen, wenn der nicht richtig funktioniert. Das ist natürlich ein bisschen schade. Kann also durchaus sein, dass ich hier nochmal von vorne anfangen muss. Das wäre ein bisschen doof. Kann man die eigentlich auch abbauen hier? Kann man. Ui. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Was, wie heißen die Dinger? Oxygen. Inventory voll. Inventory voll, ja. Kann man das nicht weg so wegschmeißen? Wie heißen die Dinger? Stehen natürlich nicht da, wenn man das Inventar voll hat. Gut, schwimme ich nochmal nach oben. Schmeiße ich sonst da den ganzen Kram hin. Jo, dann machen wir mal das, das. Nee, geht gar nicht. Kann man das jetzt nicht droppen? Rechts zum Droppen. Okay. Ballern wir hier mal das ganze Schiff voll. Ich muss ja eh gleich neu anfangen, von daher. Okay, jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Oh Mann, oh Mann. So, ist das schon weggebackt hier, sieht so aus. Oder ich bin auf der falschen Seite gewesen. Ne, ist weggebackt. Das war ja, glaube ich, hier, ne? So. Gucken, was man damit oder ob man damit überhaupt irgendwas herstellen kann. Ich gucke mal, wie die Dinger heißen. Javeled Disc Piece. Okay. Da ist ein bisschen Salz. Und ich bin schon wieder hungrig. Uiuiui. Ich glaube, das ist das Stückchen Hardcore. Aber wie gesagt, ihr habt ja gesehen, der Fisch hat gebraten und ja, hat nicht funktioniert, also. Und jetzt das Ding backt auch wieder weg. Was, das brauchen wir auch nicht. Das ist natürlich ein bisschen mau. Schwimmen wir mal hier vorne hin, was gibt's da Schönes zu sehen? Ein bisschen Salz. Kann man die Grünen da auch abbauen? Offenbar nicht. Und hier sind auch noch mal diese Algen, die wir eben abgebaut haben, ja, diese Korallen.
Und die kann man, Coral Chunk, ja, die kann man auch normal abbauen. Also ich meine, diese Coral Chunks sind dafür da, dass man Wasser filtern kann. Weil man mit Wasser wiederum ein bisschen mehr, naja, wesentlich besser den Durst stillen kann als mit den ganzen Fischen. So, dann nochmal zurück an Bord. Och, liegt ja alles hier rum. Ist alles unten rausgefallen. Soll es ja hier auch nicht sein. Liegt denn hier alles rum? Coral Chunks liegen hier rum. Dabei können wir nochmal gucken, ganz kurz, bevor ich jetzt mich verabschiede. Hier war doch unten auch mein Constructor, meine ich. Der war doch hier auch irgendwo. Oder auch nicht. Ihr wusstet jetzt der Constructor hin. Das gibt's doch nicht. Der ist jetzt auch weg, oder wie? Ja, das kommt vielleicht davon, wenn man mit der experimentellen Version spielt. Ich sehe den Constructor hier nicht. Und warum sind auch die ganzen Teile aus dem Schiff hier draußen? Obwohl, na gut, das macht schon Sinn, weil ich bin durch die Schleuse ja raus. Vielleicht ist da ein bisschen was mit runtergefallen. Weil ich wollte nämlich gucken, da wo der Constructor nämlich steht, da hätte nämlich normalerweise auch das Observatorium liegen müssen. Und da weiß ich natürlich nicht, wo das Ding abgeblieben ist. Ich meine, das lag mal hier. Ich glaube, hier lag das mal, das Observatorium. Das ist jetzt aber anscheinend auch weg. Huh. Oder da vielleicht? Auch nicht wirklich. Ja, ihr seht, so einfach ist es nicht. Es ist eben halt noch eine Alpha und dazu noch eine experimentelle Alpha. Vielleicht war das eben mein Fehler. Das ist natürlich ganz bescheiden. Ja, wie ich das so sehe, werden wir neu anfangen müssen. Was ist das denn hier noch? Ach, guck mal, das ist unsere Box hier. Aber ich gehe erstmal rein. Hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Picken wir mal alles mal. So. Alles aufnehmen. So. Gut, ich würde mal sagen, wir können jetzt sowieso nichts machen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge zumindest ein klein bisschen gefallen, auch wenn nicht wirklich viel passiert ist, weil, naja, ich bin noch zweimal gestorben, Fabrikator ist kaputt, Bugs etc. Ist alles ein bisschen doof. Ich will hoffen, bei einem Neustart läuft alles besser und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Subnautica Hardcore. Macht's gut und tschüss.